Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute am Arm habe ich die Laco Aachen 42 mm in Grau, die ich mir kurz nach Erscheinen gekauft habe, weil ich einfach eine Uhr, Fliegeruhr Baumuster Typ B ausprobieren wollte, weil ich meine Stova Icarus ein kleines bisschen vermisse, auch wenn der Farbton des Blattes nicht hundertprozentig passt. Diese Uhr war für mich der perfekte Zusammenschluss der beiden Sachen, die ich gerne wieder in meiner Box finden wollte. Und deshalb stelle ich euch heute die Uhr vor, die Laco Aachen 42 mm in Grau. Die Laco Aachen mit einem Durchmesser von 42 mm und einem grauen Ziffernblatt. Laco hat diese Uhr noch vor gar nicht so langer Zeit vorgestellt und ich fand sie vom ersten Hingucken her klasse und musste sie mir unbedingt bestellen. Zum einen, weil ich immer schon einmal probieren wollte, ob ich mit einem Baumuster Typ B Ziffernblatt zurechtkomme. Zum anderen, weil ich meine Stova Icarus ein klein wenig vermisse und diese Uhr hier genau diese Brücke schlägt. Sie hat das graue Zifferblatt nicht ganz genau den Ton der Stova Icarus, aber doch ein schönes Grau. Sie hat das Baumustertyp B-Zifferblatt, unverkennbar eine Fliegeruhr, dazu aus wirklich gutem Hause von Laco. Also das ist für mich tatsächlich genau die Variante gewesen, wo ich gedacht habe, damit probiere ich es und das möchte ich jetzt wirklich einmal am Arm haben. Die Uhr kostet in der Karwoche 2023 direkt bei Laco in der Variante, in der ich sie bestellt habe, 460 Euro am Stahlband und 410 Euro am Lederband. Man kann das Werk, was verbaut ist, aufwerten. Verbaut ist aktuell das Laco 2S, was auf dem Miota 82S0 basiert. Für 55 Euro kann man sich aber auch das Laco 31 einbauen lassen, welches auf dem Miota 83-15 basiert. Nach dem, was ich finden konnte, sind die beiden Hauptunterschiede, dass das hier gezeigte Laco 2S bzw. Miota 82S0 eine Gangreserve von 40 Stunden hat und standardmäßig einen nicht dekorierten bzw. nicht polierten Rotor. Das Laco 31 bzw. das Miota 83-15 hat eine Gangreserve von 60 Stunden anstatt der 40 Stunden und gemäß den Miota-Spezifikationen einen polierten Rotor. Ich habe mich ganz bewusst für die absolute Basisvariante entschieden, das heißt das einfachere Werk in Anführungsstrichen und vor allen Dingen das nicht entspiegelte Glas. Denn die Entspiegelung innen und außen kostet nochmal 50 Euro extra, sodass, wenn man das Werk-Upgrade nimmt und das innen und außen entspiegelte Saphirglas, man am Stahlband nicht mehr bei 460, sondern 565 Euro liegt. So wie ich die Uhr jetzt halte, ist das überhaupt kein Problem, aber ihr könnt jetzt schon sehen, trotz des hellen Blattes, also ohne großartig Kontrast auf dem Blatt zu haben, könnt ihr meine Kamera erahnen und wenn ich sie noch ein kleines bisschen weiter drehe, seht ihr auch Teile meiner Decke, meiner Zimmereinrichtung. Das heißt, das Blatt spiegelt schon sehr deutlich. Das muss einem bewusst sein. Das ist tatsächlich sehr auffällig. Hat mich an den zwei Tagen, die ich die Uhr bisher trage, nicht so wahnsinnig gestört. Aber man muss sich dieser Tatsache einfach bewusst sein. Schauen wir uns die Maße der Uhr einmal an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, eine Bauhöhe von für einen einfachen Dreizeiger finde ich stattlichen 11,7 mm,
eine Bandanstoßbreite von 20 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 50 mm. Mit dem hier verbauten Stahlband ist es etwas mehr, da ich die Uhr aber relativ schnell auf Leder wechseln werde, so wie ich das gerne haben möchte, werde ich tatsächlich bei 50 mm landen und das ist meine gefühlte Obergrenze, mit der ich mich wohlfühle. Am Stahlband wiegt die Uhr 168 Gramm und verbaut ist das Werk Miota, habe ich euch gesagt. Auf den Zeigern und Indizes haben wir Leuchtmasse Super Luminova BGW9. Zeige ich euch gleich auch noch im Nightshot. Die Uhr ist wasserdicht bis 5 Bar, 5 ATM, 50 Meter. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe ja immer gerne ein kleines bisschen mehr. Aber das ist... Da haben wir das Werk, da haben wir die Rückseite. Das ist, viele sagen bei Fliegeruhren überhaupt nicht kritisch, die sind ja eh in der Luft, aber ich bin kein Pilot, ich trage die Fliegeruhren in meinem Alltag und nicht im Flugzeug und daher hätte ich tatsächlich gerne 100 Meter. Ist nun mal so. Die Krone ist nicht verschraubt, wunderbar griffig und hat keine Ghost-Position, das heißt, wenn ich einmal dran ziehe, dann bleibt der Sekundenzeiger stehen. Ich finde den Kontrast bezüglich der Ablesung absolut ausreichend. Die Zeiger sind thermisch gebläut. Dadurch haben wir einen dunkleren Rahmen, der sich ausreichend gut von dem helleren Hintergrund abhebt, sodass die weißen Zeiger auf dem helleren Hintergrund trotzdem gut zu erkennen sind. Die Spiegelung, wie gesagt, macht doch hin und wieder mal ein in Anführungsstrichen kleines Problem. Das heißt, da muss man dann schon den Arm vielleicht ein kleines bisschen bewegen, damit man die Uhr gut ablesen kann. Schauen wir doch mal kurz, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich habe das selber noch nicht geprüft. Das ist also hier für mich auch der erste Versuch und ja, perfekt. Besser kann man es nicht machen. Wenn ich mir anschaue, wie der Stundenzeiger hinter dem Minutenzeiger verschwindet, klasse, super, müssen wir nicht drüber reden. Das geht, glaube ich, definitiv nicht besser. Natürlich wollen wir uns die Uhr auch bei Nacht anschauen und das tun wir jetzt. Ja, fantastisch. Das ist die Laco bei Nacht. Ein richtig wunderschönes Nachtbild. Alles, was geht, ist mit Leuchtmasse belegt. Die komplette Minuterie, alle arabischen Zahlen, die Stundenindizes in der Mitte, der komplette Sekundenzeiger. Also wirklich alles, was geht, ist mit Leuchtmasse belegt. Und ein wunderschönes Nachtbild. Ich mag das richtig gerne. Und kann auch sagen, die Uhr leuchtet lange und ausgiebig hell die ganze Nacht durch. Also ich habe da richtig Spaß dran. Aber der Laco ist das Band für mich der einzige Punkt, wo man ganz bewusst und auch nicht sehr deutlich, aber bei genauerem Hinsehen merkt, dass wir hier eine Uhr haben, die nicht Tausende Euro kostet, sondern eben nur wenige hundert. Das Band ist gestiftet mit Hülsen in der Mitte. An und für sich kein Problem. Man sollte es nur wissen, wenn man das Band auseinander nimmt, damit man die Hülsen nicht verliert. Manchmal verhakt sich ein Glied, wie hier zum Beispiel. Auch nicht dramatisch, das löst sich relativ schnell, aber es hakt einfach ein kleines bisschen. Ich vermute, im Laufe der Zeit schleift sich diese Kante ab. Finde ich alles nicht dramatisch. Was ich sehr gut finde, ist, die Endlinks sind massiv, also keine gefalteten Endlinks. Sowas mag ich überhaupt nicht. Die Schließe ist ebenfalls massiv,
Also kein gefaltetes Blech, sondern schon ziemlich massiv. Aber sie geht relativ schwer. Ich halte mal kurz die Uhr vor mein Mikro, damit man den Klick hört. Das war der Klick des Bandes. Jetzt kommt der Sicherungsbügel. Also das macht schon ordentlich Lärm. Und die Schließe ist an einigen Ecken ein bisschen scharfkantig, beziehungsweise es gibt einige Ecken, die schon ein bisschen in die Haut drücken. Das ist bei meinem Arm spürbar. Das mag bei einem anderen Arm in einer anderen Auflagefläche ganz anders sein. Ich kenne das aber von dieser Art von Schließen, auch von anderen Herstellern. Das ist, glaube ich, schlicht und ergreifend dem Preissegment geschuldet. Da ich aber diese Uhr relativ schnell an ein Lederband packen werde, ist das ein Punkt, über den ich mir persönlich gar keine Gedanken mache. Ihr habt bestimmt gemerkt, die Uhr begeistert mich, insbesondere was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Für 460 Euro bekommt man hier richtig viel Uhr für vergleichsweise kleines Geld. Mich würde total interessieren, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht vergleichbare Uhren kennt, die Ähnliches bieten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine kommenden Videos. Insbesondere mein eine Woche am Arm mit der Laco, welches ich gerade im Begriff bin, abzudrehen. Bis dahin. Tschüss, euer Axel.